Hallo zusammen, mein Name ist Markus Unnerwehr. Ich bin der Chef der Lungenabteilung der Pneumologie in der Barberklinik in Hamm. Und anlässlich der Lungenwoche, also der Informationsveranstaltung, die in ganz Deutschland durchgeführt wird zu Lungenkrankheiten, zeige ich jetzt einmal, was passiert, wenn ein Patient zu uns kommt, weil er Atembeschwerden hat. Und das Erste, was wir machen, ist, ist nicht unspektakulär, klingt aber unspektakulär, denn wir fragen erstmal die Patienten, was sie haben. Und zwar sehr ausführlich. Das ist das Wichtigste. Also, wann haben die Beschwerden angefangen? Was für Beschwerden sind das? Wann treten die Beschwerden auf? Und so weiter. Und dann haben wir erstmal eine gute Idee, was bei den Patienten vorliegen könnte. Was machen wir als Nächstes? Ja, also die großen Geräte sicherlich nicht, sondern wir nehmen das hier. Das gute alte Stethoskop, da stecke ich mir in die Ohren und dann kann ich die Lunge abhören, auskultieren nennt man das. Und da kann ich auch eine ganze Menge weitere Informationen gewinnen. Und so gehen wir weiter vor. Wir sammeln also Informationen aus jeder Untersuchung und setzen die wie ein Mosaik zusammen. Und ein weiteres Mosaiksteinchen habe ich da im Hintergrund. Das ist nämlich das CT, das ist die Schichtaufnahme. Man schneidet den Patienten in Scheiben wie eine Salami. Jetzt natürlich nicht echt, sondern eben nur als Bild. Und dann sieht man das Bild hinterher. Man guckt von unten unter den Patienten drunter und man sieht hier beispielsweise die Luftröhre und hier die Lunge. Links und rechts, in der Mitte das Herz, hier. Und man kann dann eben schauen, hier zum Beispiel sind krankhafte Veränderungen in der Lunge, hier sind solche Blasen, hier sind weiße Flecken, das sind entzündete Areale. Und dann habe ich eine weitere Idee, was ich machen kann. So, und wenn ich jetzt das alles zusammengebracht habe und vielleicht noch Laborergebnisse habe und ganz wichtig die Funktion der Lunge untersucht habe, dann kann ich noch was machen. Dann kann ich mir die Lunge von innen anschauen und das machen wir in unserer Endoskopie und schauen uns die Bronchien, dies hier, von innen an. Und da gehen wir jetzt mal hin, gucken uns das mal an, was passiert, wenn wir eine Bronchoskopie machen. Sind wir in unserer Endoskopie. Hier machen wir unter anderem Bronchoskopie, Lungenspiegelung. Das hier ist ein Bronchoskop, ein langer, dünner Schlauch, an dessen Ende eine kleine Kamera ist, wie man sie vom Handy kennt, und eine ähnliche Lampe, wie ein Handy sie hat, und ein kleiner Arbeitskanal, über den wir beispielsweise eine Zange in die Lunge schieben können oder über die wir aus der Lunge Flüssigkeiten spülen können. Und das Bild, das sieht so aus. Das hier ist der Bildschirm, den ich mit der Kamera dann bekomme, das Bild. Und hier kann man beispielsweise meine Hand sehen oder mein Gesicht oder man kann sich selbst sehen. Jetzt gehen wir in die Lungenfunktion. Ich habe meine Maske aufgesetzt, weil wir jetzt im Krankenhaus sind. Und im Krankenhaus tragen wir alle eine Maske. In meinem Büro alleine muss ich das nicht. Auf geht's in die Lungenfunktion. So, das hier ist unsere Lungenfunktionskabine. Das geht folgendermaßen. Die Patienten setzen sich hier hin und hier an diesem Mundstück wird dann die Lungenfunktion gemessen. Das heißt, was geht in die Lunge rein an Luft, was geht raus an Luft und wie schnell passiert das? Und darüber kann ich dann abschätzen, liegen vielleicht krankhafte Verengungen der Atemwege vor oder hat die Lunge vielleicht ein Problem ihrer Ausdehnung oder gibt es ein Problem mit der Sauerstoffaufnahme ins Blut. Eine super wichtige Information. So, das war unser kurzer Blick hinter die Kulissen in der Pneumologie der Barberklinik. So geht das, wenn ein Patient kommt und sagt, ich bekomme schlecht Luft, ich habe Husten oder irgendwas. Wir machen etliche Untersuchungen, viel mehr als die, die ich jetzt gezeigt habe. Und am Ende ergibt das Ganze wie ein Mosaik ein Bild und wir können dem Patienten sagen, was seine Diagnose ist. Und können ihm eine Behandlung anbieten. So läuft das bei uns.